Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar möchte ich euch in diesem Video die Reihe Guten Morgen Dornröschen ein bisschen vorstellen und näher bringen. Ich fand die Reihe ja großartig und möchte euch einfach nur mal erzählen, warum und worum es im Groben geht. Und zwar geht es um unsere beiden Protagonisten Tetsu und Shizu. Tetsu putzt bei einer reichen Familie und in dem Unternehmen von seinem Vater in einer großen Villa. Und dort darf er eigentlich nie das kleine Haus, was im großen Garten steht, betreten. Allerdings sieht er irgendwann auf der Bank ein Mädchen sitzen, welches schläft und ja, unterhält sich denn mit ihr und genau, trifft sie denn am nächsten Tag auch wieder. Allerdings ist sie ein bisschen anders drauf als am Vortag. Aber er denkt sich da erstmal nichts bei und wundert sich halt auch ein bisschen, warum sie so abgeschotten von der Familie lebt, nämlich in diesem kleinen Haus. Und ja, irgendwann bietet er ihr an, mit ihr rauszugehen und den Sternenhimmel anzugucken. Dort hat sie auch wieder so einen relativ lebhaften Charakter. Und genau, er gesteht ihr seine Liebe und... Ja, dann kam aber raus, dass unsere liebe Shizu mehrere Persönlichkeiten hat und das gar nicht ihre richtige eigene Persönlichkeit ist. Und deswegen hat sie so gesehen sein Liebesgeständnis abgelehnt. Und ja, er ist dann auch ein wenig verwirrt. Und genau, irgendwann will auch die Mutter von ihr, dass er da regelmäßig zu ihr hingeht, damit sie ein paar Freunde so gesehen hat und ein paar soziale Kontakte. Aber... jedes Mal, wenn er zu ihr geht, ist sie ein bisschen anders drauf. Und am Anfang hat sie erstmal drei andere Persönlichkeiten. Später kommt noch ein vierter dazu. Auf jeden Fall passiert dann ein Vorfall, wo sie Shizu auf einmal extrem unheimlich ist und ja, so gesehen Tetsu sehr große Angst vor ihr hat und ja, so gesehen eigentlich nichts mehr mit ihr zu tun haben möchte. Jedoch besticht die Mutter von Shizu ihn mit Geld, denn Tetsu ist sehr auf Geld angewiesen, deswegen arbeitet er auch so viel, dass er sich mit ihrer Tochter weiterhin beschäftigt und das tut er. Er ist allerdings am Anfang sehr abweisend und ja, irgendwann natürlich legt sich das mit der Zeit und es kommt dann halt raus, was mit Shizu wirklich nicht stimmt. Und das möchte ich jetzt kurz hier erzählen, weil ja viele sich halt darüber aufregen, weil es eben nicht um multiple Persönlichkeiten geht. Es geht nämlich darum, dass Shizu sehr anfällig für Geister ist und dass sich, also halt Geister, Menschen, die vor kurzem verstorben sind, sich in ihren Körper einnisten und ihre Persönlichkeit übernehmen. Und also wird sie, ja, ihren Körper übernehmen und sie halt die Persönlichkeit von diesen Geistern hat. Und ja, deswegen ist es teilweise sehr, sehr traurig, weil man darf ja auch nicht vergessen, dass es eben verstorbene Menschen sind. Und ja, das ist sehr, sehr berührend. Klar möchte man am Anfang, dass Shizu normal wird und ja, dass die Geister verschwinden, aber irgendwann... freundet man sich halt sehr mit denen an und es gibt ja auch einen Grund, warum sie sich so gesehen eingenistet haben, die Geister, weil Shizu war halt sehr anfällig und hat halt dann viele Persönlichkeiten am Anfang, als sie klein war, übernommen und ihre Eltern haben sie dann halt in ein Krankenhaus gesteckt, wo natürlich noch mehr Leute halt sterben und sie so gesehen Besitz von ihr ergreifen und da hat ihr Großvater, hier sieht man sie in Form von dem Großvater, so gesehen ihren Körper übernommen, damit sie beruhigt wird und raus aus dem Krankenhaus kommt. Aber von dort hat sie halt drei weitere Geister mitgenommen, meiner Meinung nach. Und ja, so gesehen, weil sie denn aufgrund dieser Persönlichkeit wechselständig, hatte ihre Mutter halt Angst vor ihr und deswegen wurde sie in das Haus im Garten gesperrt. Und ja, das ist schon... echt irgendwie richtig traurig. Deswegen kam sie halt auch nicht gut mit, also die richtige Shizu, der den Körper halt gehört, kam halt auch nicht mit sozialen Kontakten gut klar, ist relativ ruhig und halt emotionslos und weint halt nicht, lacht halt nicht. Aber Tetsu hilft ihr da so ein bisschen raus und ja, es ist schon echt super, super niedlich gemacht und einfach total schön. Alleine, was man so
Hintergrundinfos von den Geistern bekommt und wie sehr sich auch Tetsu, der Hauptprotagonist, entwickelt und die Beziehung zwischen den beiden. Es ist einfach so schön. Vor allem der Protagonist ist nicht so der typische Held, sondern einfach ein normaler Junge, der einfach Angst hatte, weil dieses Mädchen sich unheimlich verhalten hat. Und wirklich, bei der ersten Begegnung war es wirklich krass. Und man kann es einfach verstehen, dass er nicht so ein Held ist und halt auch Fehler macht. Und es ist wirklich, wirklich gut. Und vor allen Dingen, die Charaktere sind so menschlich und so liebenswürdig. Ich fand die Reihe wirklich durchweg gut. Ich bin so froh, dass ich sie angefangen hatte, weil ich erst wollte ich sie mal wieder gar nicht anfangen. Und ich sehe gerade, hier liegt noch ein Band, den ich gar nicht gezeigt habe. So. Hier ist dann nochmal der Abschlussband, den ich auch sehr schön finde. Und ja, wie gesagt, der Abschluss war wirklich sehr schön. Also da kamen mir teilweise echt die Tränen bei manchen Sachen und wirklich sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Ja, mir fällt gar nichts mehr weiter ein. Ich kann nur sagen, guckt ihn euch mal an. Ich weiß, die Meinungen gehen da sehr auseinander, aber die meisten fanden es halt dann blöd, dass es halt nicht um diese multiple Persönlichkeiten geht, sondern eben um Geister. Aber wenn man sich darauf einlassen kann und die Geschichte halt dann so hinnimmt, dann ist es wirklich sehr, sehr toll. Also ich kann einfach nur sagen, ich finde die Geschichte durchgehend toll und kann sie nur empfehlen. Und genau, das war's denn mit meinem Fazitvideo über Guten Morgen, Dornröschen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen was über die Geschichte erzählen und vielleicht auch ein paar Leute von euch anfixen, die diese Reihe noch nicht haben. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr mal einen Blick reinwerfen würdet. Und genau, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich Tschüss!